Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich darf Sie ganz recht herzlich zur Pressekonferenz anlässlich unseres heutigen Heimspiels gegen den Halleschen FC begrüßen. Zum 7. Spieltag der 3. Liga gewann unser KFC am heutigen Samstagnachmittag mit 2:1. Hier noch die Ergebnisse von den anderen Plätzen der 3. Liga. Bereits gestern schlug Braunschweig Jena mit 2:0. Dann heute Rostock gegen 1860 2:2. Osnabrück unterliegt dem Karlsruher SC 0:1. Wien Wiesbaden gewinnt gegen den SV Meppen 3:0. Energie Cottbus und Sonnenhof Groß Asbach trennen sich torlos 0:0. Und der VfR Aalen gewinnt gegen Preußen Münster 4:1. Weil wir die Trainer der heutigen Teams, die hier in der Schauinslandreisen-Arena aufeinander getroffen sind, zu meiner linken Gästetrainer Thorsten Ziegner, zu meiner rechten KFC-Trainer Stefan Krämer. Herr Ziegner, ich darf Sie dann zunächst um Ihren Kommentar zum heutigen Spiel bitten. Ja, vielen Dank. Als allererstes, Stefan, dir und deinem Team Glückwunsch zu diesem Sieg. Ich finde, dass er nicht unbedingt verdient war. Wir waren bis auf die ersten 10 Minuten, haben wir echt ein gutes Spiel gemacht, bis zur einschließlich zur roten Karte das Spiel klar dominiert, also haben viel Ballbesitz gehabt, viele Situationen in der gegnerischen Hälfte, wo der KFC eben wenig Zugriff auf unser Spiel hatten, mussten dann trotzdem immer extrem aufmerksam sein bei Umschaltsituationen, die dann auch immer gefährlich waren. Nach der roten Karte war es ein bisschen unsortiert, ja, da muss man so ein Stück weit in die Pause lassen. Genau in diese Phase fällt eben auch das 0:1 ärgerlicherweise. In der zweiten Hälfte war es dann eine tolle Leistung von meiner Mannschaft. Mit einem Mann weniger, sich so dagegen zu stemmen, so viele Möglichkeiten eben auszuspielen und dann auch verdient den Ausgleich zu erzielen, nötigt jeden Respekt dieser Mannschaft ab. Und ärgerlich ist es, dass dann in der Schlussphase als möglicherweise dann auch so ein Stück weit noch die Kräfte schwanden, wir es eben nicht mehr geschafft haben, so Umschaltsituationen die Lücken komplett zu schließen und sich die Jungs eben leider nicht belohnt haben mit wenigstens einem Punkt. Und deswegen ist es echt bitter, dass wir heute hier verloren haben, weil es eine insgesamt sehr ansprechende Leistung war. Aber nochmal, wir können uns dort wenig vorwerfen. Wir fahren mit einem enttäuschten Gefühl, ohne Frage, aber mit einem starken Gefühl, eine gute Leistung abgeliefert zu haben, nach Hause. Und werden eben nach dieser Niederlage jetzt aufstehen und werden weitermachen und nächste Woche hoffentlich wieder eine gleich gute Leistung zeigen mit einem anderen Ergebnis. Vielen Dank. Vielen Dank, Thorsten Ziegner. Dann habe ich jetzt KFC-Trainer Stefan Krämer um seinen Kommentar bitten. Ja, Ziege, erstmal danke für die Glückwünsche. Ich muss gar nicht mehr, glaube ich, so viel sagen, weil Ziege schon das Spiel sehr, sehr gut charakterisiert hat. Wir waren sind gut reingekommen ins Spiel, glaube ich. So die ersten paar Minuten hatte ich ein gutes Gefühl. Danach haben wir aber den Zugriff auf das Spiel verloren und bis zur roten Karte, von der ich habe eben in den Bildern gesehen, die muss man, glaube ich, nicht geben, aber die ist halt zustande gekommen. Sind wir nur hinterhergelaufen, haben keinen Zugriff bekommen. Dann die Viertelstunde vor der Halbzeit, die war ganz okay. Dann machen wir dann auch das Tor. Und wenn du dann eben in der Halbzeit zu Hause bist, 1-0 führst, einer mehr bist, dann denkst, es geht eben im Schongang und kommst aus der Halbzeit raus und die ersten 3-4 Bälle schon direkt relativ leicht verloren, gegen so eine aggressive, gut eingestellte Fußballmannschaft, dann kriegst du, selbst wenn wir 2 mehr gewesen wären, hätten wir noch Probleme bekommen. Und weniger Laufbereitschaft, wenn jeder denkt, naja, wir sind ja einer mehr und wir führen, da geht es auch mit ein bisschen weniger. Und Halle hat eine Top-Mannschaft, die uns mit 11 Mann wahrscheinlich heute geschlagen hätte. Und da musst du einfach mindestens genauso viel laufen, als wenn du gegen 11 spielst. Ja, weil der Gegner macht immer, wenn du in Unterzahl bist, einen Schritt mehr. Und wenn du dann denkst, es geht mit einem Schritt weniger, ja, dann musst du dich nicht wundern, wenn dann das verdiente 1:1 fällt. Die Reaktion danach war ganz okay, aber von der Spannung her ab der 46. Also ich kann mit dem Ergebnis natürlich, also freue ich mich über jeden Dreier in der 3. Liga, die sind schwer genug, aber die Leistung war von unserer Mannschaft ganz oder deutlich zu wenig, wobei das nicht schmälern soll, wie gut Halle gespielt hat. Also wir waren wahrscheinlich auch deswegen so schlecht, weil Halle so gut war. Das ist auch ein Teil der Wahrheit. Und also wir sind jetzt zwar mit 16 Punkten total happy und mega zufrieden, aber wenn wir öfter so spielen wie heute, dann werden nicht mehr viele Punkte dazu kommen. Ziehe euch alles Gute, kommt gut heim und bis zum nächsten Mal.
Danke, Stefan Zimmer. Gibt es Fragen von Seiten der Presse? Da vorne einmal, ja? Kurze Frage an Siegner. Wie haben Sie die rote Karte gesehen? Ja, wir haben die Bilder jetzt ein paar Mal gesehen, und zwar die belegten Bilder. Ja, und die rote Karte ist, also mein Kollege hat es ja gerade schon gesagt, also zum einen ist es meiner Ansicht nach auch definitiv keine rote Karte. Es war ein Foulspiel von Brad Manu, ohne Frage. Er reißt sich dort vom Gegenspieler los, der ihn so ein bisschen festhält, jetzt nichts Schlimmes, aber ein bisschen festhält, reißt sich da los und drückt mit seinem Arm gegen den Hals. Ja, das ist schon ein Foul, ohne Frage. Auch wenn überhaupt, dann eine gelbe Karte. Und das Ärgerliche an der Situation war, und wir haben das nochmal mehrfach in Bildern gesehen, der Schiedsrichter konnte die Situation gar nicht sehen. Weil als das passiert ist, hat der Schiedsrichter genau in die andere Richtung geguckt. Ja, und hat sich dort möglicherweise von irgendwelchen anderen sagen lassen, was wohl passiert wäre, und hat darauf seine Entscheidung getroffen. Und das ist eben ärgerlich, dass man dann in der 30. Minute das Spiel eben so weit beeinflusst. Ja, und was eben noch dazu kommt, und das ärgert mich am allermeisten so im Nachgang, die drei Kollegen haben mir auch gesagt, dass sie die Bilder gesehen haben. Und dann haben sie nicht mal den Mut zu sagen, okay, die Entscheidung kann man auch anders fällen, muss man auch anders fällen oder war falsch, wie auch immer. Die haben nicht mal den Mut zu sagen, es war verkehrt, sondern wir haben es gesehen, es war eine ganz klare rote Karte. Und ich bin ja nicht der Einzige, der das so sieht. Ja, alle Kollegen, mit denen ich gesprochen habe, alle Fernsehanstalten, mit denen ich gesprochen habe, mein Trainerkollege, haben mir das alles bestätigt. Ja, und das ist das, was einen ärgert. Und im Gegenzug gibt es direkt, kurz vor Ende, gibt es eine ähnliche Situation zwischen Dörfler und Washausen. Das ist nie und nimmer eine rote Karte. Ja, das ist nicht mal eine gelbe, so wie sie der Schiedsrichter dort gewertet hat. Aber die war 1:1 identisch mit dieser Situation. Und das ärgert einen dann, wenn mit zweierlei Maß gemessen wird. Wenn nicht, wir würden dann nie eine rote Karte fordern. Das ist doch keine Frage. Ich will das auch nicht, dass so einer dann eine rote Karte kriegt. Aber ich möchte einfach, dass unsere Spieler dann eben auch sowas erfahren dürfen. Ja, und das Letzte, was ich dazu sagen kann, wir haben vor 2 Wochen zu Hause gegen Osnabrück gespielt. Dort hat ein gewisser Manuel Gräfe unser Spiel gepfiffen. Ja, der hätte diese Situation nicht mal abgepfiffen. Ja, und das ist das, was wir nicht verstehen. Wir haben auch Erfolgsdruck, wir müssen auch oder wir dürfen auch keine Fehler machen, beziehungsweise wenn bei uns Spieler Fehler machen, landen sie auf der Auswechselbank, werden ausgewechselt oder kriegen zumindest einen Rüffel von uns. Ja, und wir begegnen alle 3 Wochen immer wieder den Leuten und müssen uns alles gefallen lassen. Sie haben keine Konsequenzen zu befürchten und das ist einfach ärgerlich. Gibt es weitere Fragen hier vorne? Ja, eine Frage an Herrn Krämer. Herr Krämer, Sie haben ja das Spiel wirklich sehr klasse und ehrlich zusammengefasst und haben auch die prima Leistung des HFC nochmal hervorgehoben, der Ihnen das Leben heute sehr schwer gemacht hat. Hängt aber die Leistung, vor allem auch die Einstellung Ihrer Mannschaft, die Sie auch zu Recht kritisiert haben, vielleicht damit zusammen, dass das hier in Duisburg keine wirklich echten Heimspiele für Sie sind? Nee, das hängt damit nicht zusammen. Also wir würden uns natürlich wünschen, dass wir unser eigenes Heimspielstadion haben und in der Grotenburg spielen können, aber das haben wir ja schon oft genug thematisiert, dass es eben leider Gottes nicht möglich ist. Nee, also das ist im Fußball halt so. Wenn du hast am Körper keinen Knopf, auf den du drücken kannst, so ab der 60., wo du dann merkst, es wird jetzt wieder schwerer und dann geht es auf einmal wieder. Wenn du nicht mit der nötigen Spannung aus der Pause rauskommst, dann verlierst du die ersten 2 Kämpfe, dann kriegst du auf einmal Pudding in die Beine, dann kriegst du, dann verlierst du an Selbstvertrauen, dann geht der nächste Ball schief und dann entwickelt sich so eine Dynamik, die du dann eben ganz oft auch gar nicht mehr gestoppt bekommst. Deswegen bin ich froh, dass wir sie noch aufgehalten haben, nachher hinten raus, aber ich glaube eher, dass es daran gelingen hat. Ich will es nicht aufs Stadion schieben, das wäre mir zu einfach. Noch weitere Fragen? Scheint nicht der Fall zu sein, dann darf ich mich für Ihre Aufmerksamkeit bedanken. Unseren Gästen aus Halle alles Gute für den weiteren Saisonverlauf. Würde mich freuen, Sie alle wieder hier begrüßen zu dürfen. Unser nächsten Heimspiel in Duisburg am Mittwoch, 26. September, 19 Uhr zu Gast der FSV Zwickau. Bis dahin noch ein schönes Wochenende. Tschüss, sagt Ihr und Euer KFC Uerdingen.